Spaß daran, mit meiner Meerjungfrauenflosse im Pool zu schwimmen. Und heute wollte ich euch einfach mal zeigen, wie ich dazu gelernt habe. Und es sind auch so ein paar Tipps und Tricks dabei, wie ihr auch Mermaiding schnell lernen könnt. Vielleicht fahrt ihr ja an den Strand im Urlaub, da könnt ihr das bestimmt auch mal im Meer ausprobieren. Das wäre bestimmt auch mal cool. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn euch das Video gefällt und ihr mir einen dicken Daumen nach oben geben würdet. Und abonniert auch gerne meinen Kanal. Aber jetzt würde ich sagen, es geht los mit dem Video. Fürs Mermaiding braucht ihr natürlich erstmal ein Meerjungfrauenkostüm. Meistens in so einer praktischen Tasche, die man sich ganz einfach umhängen kann. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Magitails, die mir das Kostüm kostenlos zur Verfügung gestellt haben. So sieht also eine Monoflosse aus. Meine ist hier noch so mit Neopren überzogen, damit ihr, wenn ihr mit anderen Leuten zusammenschwimmt, die auch nicht verletzt. Und vor allen Dingen hier, die Kanten sind auch nochmal gut geschützt. Hier kann man mit den Füßen reinschlüpfen, wie in so Taucherflossen. Am Anfang ist das wahrscheinlich noch ein bisschen schwer. Ich kann das jetzt eigentlich schon ganz gut, weil ich schon öfters mit meiner Meerjungfrauenflosse geschwommen bin. Dafür gibt es noch einen Tipp, damit ihr da schneller reinkommt. Schmiert eure Füße einfach vorher ein bisschen mit Kokosöl ein, dann flutscht ihr da ganz einfach rein. Und dann habe ich hier natürlich noch den Fischschwanz. Den Meerjungfrauenschwanz. Der sieht so aus. Ich habe den hier in Lila, in so einem Lila Pink. Sieht richtig echt aus mit den Schuppen. Schaut mal, Leute. Und hier vorne wird das dann etwas dunkler und auch so schön, ja, wie einfach bei einer richtigen Meerjungfrauenflosse. Man muss, um in die Meerjungfrauenflosse reinzukommen, erstmal den Fischschwanz anziehen. Ich schlage den hier immer so ein bisschen um und schlüpfe dann da rein. Und dann muss man mit den Füßen hier rein. Das macht man hier vorher auf. Ich kann sie jetzt einfach mal anziehen. Mal eben aufnehmen. Ja. Lass das Kleid jetzt mal darüber an. Ihr werdet das ja gleich noch richtig sehen. Jetzt schlage ich das so ein bisschen hoch, damit ich meine Füße frei habe. Das hier macht man vorher auf. Das ist so ein Klettverschluss, dann wird es hier ein bisschen strammer und es hält dann besser. Also dann rutscht ihr nicht so schnell mit den Füßen wieder aus eurer Flosse raus. Und jetzt müsst ihr das wieder so runterziehen. Stülpt ihr den Stoff noch einfach über die Monoflosse. Und nehmt euch immer einen Handschuh oder eine Unterlage zur Hilfe, damit euer Schwanz auch nicht kaputt geht. Zu meinem Kostüm gab es jetzt noch ein Oberteil. Das werde ich jetzt auch mal anziehen. Und am besten ist es, wenn ihr euer Meerjungfrauenkostüm auch direkt am Beckenrand anzieht oder nah am Meer, wenn ihr gerade am Strand seid. Weil erstens, man kann damit nicht mehr laufen, dann müsstet ihr hüpfen und das ist auf gar keinen Fall gut für den Stoff und auch nicht für die Flosse. Aber ich zauber mich jetzt einfach mal zum Beckenrand. Ihr könnt es natürlich auch so versuchen, indem ihr euch bis zum Beckenrand robbt. Mit eurer Flosse ins Wasser geht, nehmt euch, wenn ihr ängstlich seid, einfach eine Schwimmnudel mit. Die gibt euch im Wasser Halt. Oder haltet euch am Beckenrand fest und bekommt langsam ein Gefühl für die Flosse. Macht leichte Bewegungen damit, bis das komische Gefühl, die Bahn ja nicht mehr richtig bewegen zu können, besser geworden ist. Wenn ihr euch dann traut loszuschwimmen, taucht unter und versucht immer unter der Wasseroberfläche zu bleiben. Möglichst parallel dazu und streckt die Arme nach vorne. Und beginnt dann leicht mit der Flosse zu schlagen. Die Technik ist ähnlich dem Delfinschwimmen. Ihr müsst beide Beine zusammen auf- und abschlagen. Achtet darauf, dass die Arme und der Kopf die Richtung vorgeben.
und der Rest vom Körper dann ganz fließend und ruhig folgt. Hier seht ihr nochmal genau, wie Hände und Kopf vorangehen. Macht es auf keinen Fall wie ein Frosch, indem ihr Knie und Füße anzieht oder dass ihr versucht, das Wasser nach hinten wegzutreten. Ich mache es euch immer falsch vor. Macht einfach die Arme nach vorne, so bekommt ihr ganz schnell ein Gespür für die Wellenbewegung vom Körper. Außerdem kann es so nicht passieren, dass ihr mit dem Kopf gegen die Wand schwimmt. Von oben gesehen seht ihr schwimmend richtig wie ein Fisch aus. Trainiert auch unter Wasser die Augen aufzumachen. So seht ihr, wo ihr hinschwimmt und das macht einfach viel mehr Spaß. Wenn ihr die Wellenbewegung vom Körper gut beherrscht, könnt ihr auch mit den Armen an der Seite schwimmen. Ich mache das voll gerne, wenn ich schneller schwimmen möchte. Hier seht ihr es nochmal von der Seite. Ihr könnt natürlich auch mal üben, Kurven zu schwimmen. Übt, bis ganz unten an den Boden zu tauchen. Mit Arm nach vorne geht es am einfachsten. Kunststücke kann man natürlich auch unter Wasser machen, wie ein Salto zum Beispiel. Damit bei der Drehung kein Wasser in die Nase kommt, versucht dabei einfach auszuatmen. Oder ihr haltet euch eben mit einer Hand die Nase zu. Solltet ihr auf keinen Fall auftauchen. Sondern taucht immer aus dem Wasser mit leicht nach hinten gebeugtem Kopf. Damit ihr elegant wie eine Meerjungfrau auftaucht. Super viel Spaß machen auch Unterwassershootings. Dafür müsst ihr auch trainieren, mit den Augen aufzuschwimmen. Wenn ich dazu nochmal ein extra Video machen soll, welche Posen man zum Beispiel machen kann und so weiter, dann gebt mir einfach einen Daumen nach oben. Hier seht ihr mal ein paar meiner Bilder. Lustige und coole Aufnahmen gibt es auch, wenn ihr mit einem Selfie-Stick abtaucht und euch dann selber filmt, wie ich hier. Ganz schön anstrengend ist Mermaiding übrigens auch. Gefallen, dann würde ich mich natürlich über eine dicke Flosse nach oben freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.